Herzlich willkommen zurück zu Video 2 Elsen und Fall Deep Holz mit der lieben Fabi. Hallöchen. Jo, wir sind auch gleich dabei am Dreschen. Schau, zwei Bahnen habe ich gerade aufziehen gefällt gedroschen, glaube ich. Weiß auch nicht mehr. Kann ich dir auch Und nicht sagen. genau. Wir sind noch ein bisschen Ach, beschäftigt. hehe. Easy hast du schon mal gemacht. Hä, also wir haben ja eigentlich schon mal Missionsfahrzeuge gemietet. Ja. Nee, das haben wir auch mit Ne, unseren das haben wir eigenen gleich auch gemacht. mit uns, gell? Ja. Kann ich dieses Tor nicht öffnen und schließen? Nein, habe ich einen Fehler gemacht, eben beim Umschreiben der Zäune. Kann ich unser Tor am Hof noch öffnen und schließen? Ja. Das wäre sehr unangenehm. Wie man gerade hört, wir haben die Version geändert. Neue Version. Natürlich hat Fabi die Version getestet vorher. Ich habe alles getestet. Nein, das ist ja das Safe Game, was ich umgeschrieben habe. Ach Da so. habe ich ja in der Playset, also in der Datei von den platzierbaren Objekten nur was umgeschrieben. Damit halt die ganzen Sachen, die uns nicht gehören, eigentlich, naja, halt auch kein Geld mehr kosten. Dazu zählt Ja. jetzt leider auch unser Zaun. Upsi. Okay, wir können also nicht mehr unser Tor öffnen und schließen an der Wiese. Ja, okay, das ist natürlich Müll. Ja gut, das ist nicht schwierig, das wieder zurückzuändern. Ja, jetzt hat sich der Fabi Hätte ja auch eine fehlerfreie Version werden können. nee, Wobei, die Version ist ja fehlerfrei. das gibt's nicht. Wo Fabi dran war, muss ein Pferd drin sein. Das gibt's nicht. Och Mann, oh. Aber hier gibt es fliegende Kühe oder ja. Nein, das war auch in der Map, wo ich nicht dran war, weißt du? Ja. Voll habe ich keinen Beweis. Ich glaube, das hat AD JG, auf glaube ich, Video. ja. Achso. Hat er Weiß aber, auf welcher reingeschnitten? Karte. Ja. Ostseeküste, oder? Ich weiß nicht, ob es Ostseeküste war oder Italien. Ach so, stimmt. Naja. Gute Frage, weiß auch nicht mehr. Ne? Bienenkühl kam nicht von mir. Ja, Italien hast du auch schon an der Map rumgespielt, also. Naja, da habe ich aber nur die Silos umgeschrieben. Ja, also kam auch die Kühe von dir. Da hab ich habe nur einen Namen da eingefügt. Und Ja, das war nicht Kuh. sicher? Sein Kau, okay. Nein, das war Heu. Das habe ich bis heute nicht verstanden, dass Heu bei Giants getrocknetes Gras ist und nicht Hay. Tja. Na gut, vom Prinzip ist es ja getrocknetes Gras, ist es Ja, ist es nicht? ja auch, aber ich habe es trotzdem nicht verstanden. Ja. Alles so hoch für dich. Also diese offenen Tore in den Wiesen sind ganz schön blöd. Macht das Mähen nicht zwingend einfacher. Das ist korrekt, ja. Aber du kannst ja, du weißt ja, wenn du das verwenden musst. Und zwar nicht an mich. So, warte mal. So, jetzt ist besser. Ah, ich würde sagen. Ich habe nur gehört, hier ist ein Channel. Nein, nein. Aber bevor das passiert. Ich glaube sehr weniger. Ich auch, weil wir haben jetzt halb 10, Halb elf. elf. Vielleicht hat Jackie einfach die Uhr noch nicht umgestellt und für den ist jetzt schon halb 12. Kann auch sein. Lalalala.
Oh, ich muss doch früher erstmal so einen Krampf alle Uhren umzustellen. Jetzt musst du keine einzige Uhr mehr umstellen. Ich hab noch nie eine Uhr, die ich umstellen musste. Was? Ich hab noch nie eine Uhr, die ich umstellen musste. Okay, schlau. Ich hatte immer einen Digitalwecker. Ja. Oder beziehungsweise ich hab nicht mal einen Wecker gehabt, wirklich. Aber ich auch nicht. Alexa. Nein, Hey. stopp. Hey. Reagiert zu direkt. Aber es ist gelogen, ich hab schon einen Wecker gehabt. Aber da gehen wir auf den Wecker, deswegen benutze ich den nicht mehr. Muss sagen, das ist eine echt schöne Wiese von der Form her. Gefällt mir besser. Ich muss sagen, der erste Körper ist schon voll. Oh, das ist gut. Das ist voll gedüngt, nur kein Unkraut weggemacht, glaube ich. Ja. Naja, gut, das macht jetzt ertragsmäßig nicht einen Unterschied. Das stimmt. Also als 5% oder sowas. Glaube ja. Wobei, das ist ja auch nur ein geschätzter Wert, meine ich. Weil wirklich einen Wert dazu gibt es gar nicht. Ach so, okay. Ja, überall steht nur, es gibt Abzüge dafür. Wie viel es jetzt wirklich ist, ja. Ich weiß selbst Giants nicht. Wahrscheinlich ja. So. Fahr 20 km/h mit dieser Mähkombi und es kommt mir irgendwie tierisch langsam vor. Aber schneller fährst du mit einer Mähkombi. Also generell mit den Mähkombis hier, glaube ich, auch nicht. Nö. Ich glaube, 22 ist das Maximum, aber das geht dann auch nur mit dieser 15-Meter-Kombi. Ja. Was soll ich denn sagen? Ich war 10 km/h. Deshalb sind hier so Geschwindigkeitsunterschiede und er schaltet die ganze Zeit. Ja. Na, jetzt habe ich das verstanden. So, ist eine Lampe da unten, okay. Brauchen dringend ein 70-30. Nee, warte, 75-30 so. 75, ja. Oder 79. Jo, genau. Wobei. Der einzige Unterschied dann ist einfach nur, dass der länger ist, aber dieselbe PS-Zahl hat. Ich glaube sogar schwächer ist. Der oder von den PS ist er gleich, aber ich glaube, der hat dann mehr Hubraum. Kann sein, ich weiß gar nicht so genau. Also ich weiß, dass der 79, 30, 79, 20, 79, 30, 9 Liter hat irgendwie so, aber ich weiß nicht, was der 75, 30 dann hat. 6,9 oder sowas. Kann, ja. Weil es ja dann trotzdem irgendwie komisch ist, dass man dafür dann einen Schlepper macht, der dann weniger PS hat. Ja, hm. Oder ähnliche PS hat so. Andersrum gesehen, Ja, der 6,8 da, der 75,30. Na, andersrum gesehen, der 75-30 ist auch deutlich neuer, meine ich, ne? Ja. Ja gut, dann war es wahrscheinlich besser mit der Motorentechnik, hast dadurch einen schwächeren Schlepper mit ähnlicher Leistung gehabt. Ja. Oder du brauchtest einen kleineren Motor, um ähnliche Leistung herauszukriegen, so.
Gleich haben wir die erste Wiese. Okay, nur noch zwei Nee. Missionswiesen. Der 38 hat auch 6,8 Liter. Hat auch 6,8. Ja. Auch 6,8. Ja. Hat letztens irgendwo 9 Liter gelesen. Ja, bei einem YouTuber, der ziemlich viel John Deere fährt, den du auch guckst. Ach so, Da stand 9 Liter im Thumbnail. Weiß nicht. Naja. Oh, diese Ausfahrt hier. Nur eine Pappel und die Ausfahrt winzig. Weil ich glaube nicht mal, dass wir hier einen großartigen Unterschied hätten zwischen einem 7530 und dem hier. Ein bisschen schon, ne? Ja, 10 PS oder so. Ja. Aber ich hab, der hat eine Automatik, das ist auch ein Unterschied, ne? Naja, das ist dann deutlich angenehmer. Vorne muss noch weg. Ja, Toppi. Irgendwer hat die Tore umgeschrieben. Ja, ist korrekt. Ich weiß auch nicht, wer das war. So, Zack. Super 2. Ah, ist doch Ab nochmal, auf die okay. Wiese. Okay, dann müssen wir das aber auf jeden Fall umsch oder muss ich das auf jeden Fall wieder umschreiben, bevor ich die Ballen sammeln fahre. Bei den Trailer mit Zaun heben weiß ich nicht. Mit Spaß, ne? Jeden Ballen über den Zaun fahren. Ja, ich habe viel Den Spaß. Trailer einfach hinter den Zaun stellen. Ja, dann mit dem Teleskoplader immer den über Zaun liefen. Ja, genau. Geht doch. Dann. Ja, ich glaube, gestern habe ich so ein bisschen rumprobiert mit so Ertragssteigerung von Früchten, wie man das halt im Mapbau umschreiben würde, einfach so spaßhalber. Dabei habe ich einen Standard 700er aus dem Standardspiel halt genommen. Ja. Dabei ist mir aufgefallen, dass in diesem Fat One Monitor angezeigt wird, wie voll dein Kipper ist in Prozent und in Liter. Oh, okay. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass Giant sowas reingebracht hat ins Spiel. Ah, nur bei dem Schlepper. Ja, nur bei dem Schlepper. Bei anderen haben sie es wieder gelassen. Ja gut, andere Schlepper haben natürlich auch nicht dieses krasse Terminal. Oder das ist in Kombination mit Dashboard Live. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Weil Dashboard Live hatte ich, meine ich, mit drin. Ach so. Dass es dadurch dann irgendwie eingebaut wird oder durch Zufall dann drin war, weil ich einen anderen 700er hatte, der das hat und das dadurch dann irgendwie kombiniert, keine Ahnung. Weiß nicht, inwiefern das auf Standardspielschlepper Einfluss hat. Ja, keine Ahnung. So, letzte Bahn. Nö, nicht mal erste Bahn. Immer nicht. Ja, das machst du die ganze Zeit. Ja, ich muss so viel fahren. Na Kiste gut. fährt nur 55. Ja, nur. Ach ja. Ja, die So. Wiese hier ist nicht so schön eckig wie die andere. Ja. Ihr müsst ein bisschen mehr die Kurven ausmähen. Ach so, aber schon bei der nächsten Wiese. Jo. Oh. Erst da habe ich. Erle. Hallo, jetzt geht doch. So, zweite Bahn. So, zack.
Oh, 10% schon. Perle. Ja. Bin ja mal gespannt, ob wir die Mission jeweils fertig kriegen werden. Weil das müssen wir bei uns im Futtermischer abgeben. Ach so. Kann auch sein, dass wir nur die Ballen kriegen. Oh. Vielleicht Schieflage. Dann haben wir fürs nächste Jahr auch schon geschnitten. Das stimmt. Denkt da ist kein Geld, also war sehr ja sinnbefreit. Ja. Mann, ich wollte sagen, bei uns am Hof ist das ja gar nicht so schlimm mit dem Tor. Wir verkaufen es einfach. Aber wenn es uns nicht gehört, können wir es auch nicht verkaufen. Ja, macht irgendwie Sinn, ja. Scheiße. Naja, bei uns das steht wenigstens offen. Und wir haben andere Öffnung, wo gar kein Tor drin ist. Das stimmt. Gut. Hallo, meine Freunde. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Welche Folge hast du denn da? Schau auf jeden Fall das nächste Mal vorbei. Besseren Traumaufnahme und ja, ciao. Tschüss.